Hier, Matondo. Tempelhof 4-2. 42 Bar. Diese Jugend möchte sich beweisen, doch sie kriegen keine Chance. Politiker würden niemals in meine Gegend kommen. Hallo. Hallo Renate. Gefährlich aus, viele sind im Bau. Auf der Straße lernst du viel, die Schule wird nicht gebraucht. Entweder du rennst, kletterst über den Zaun oder die Polizei kriegt dich und du wirst verhauen. Die Lage ist kritisch, wem kannst du trauen? So viele sind gestorben und das alles hört nicht auf. Immer wieder kriegen Brüder ein Messer in den Bauch. Sie feiern Berlin dafür, sag mal, seid ihr stolz drauf? Wir hören uns jetzt mein Lied an von Reputation oder Free Reputation und da geht es halt über Sachen, die ich erlebt und gesehen habe, über Tempelhof aus meiner Sicht und das würde ich Ihnen gerne zeigen. Ich leite hier schlagen wegen einem bestimmten Grund, kommt so selten vor wie ein Deutscher ohne Hund. Grundlose Brutalität, sie schlagen aufeinander ein, doch ich kann das alles nicht verstehen. Tempelhof, Quatre Deux, Immabelle, Matondo, falsche Gesichter verstecken sich hinter Massen wie Crow. Also, attention, pass auf, wem du traust. So viele haben ihre Seele für Casinos verkauft, das nötige Geld von ihrer Mutter geklaut. Ja, was soll man dazu sagen, aber so sieht das aus. Hört sich hart an. Ja, ein bisschen. So, also es geht halt, wie gesagt, um Sachen, die ich gesehen und erlebt habe. Und ich versuche das halt mit den Rappen, mit den Texten ein bisschen wieder zu spiegeln. Und also von mir aus kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall kein Gangster bin und so. Aber man hat halt so einige Sachen erlebt und gesehen und auch Freunde, die sowas erlebt haben, die jetzt im Gefängnis sitzen. Und deswegen versucht man das halt in Texte umzuwandeln, auf jeden Fall. Und so ein Jugendangebot gibt es hier auch ganz selten. Darum sieht man hier auch richtig viele Kids einfach auf der Straße herumlungern. Es wird auch unsere erste Station sein hier, der Tempelhofer Hafen. Davor sieht man sehr oft Kids, die keine Idee haben, die wissen nicht wohin. Sollen wir in den Hafen gehen? Da werden wir nach einer Zeit rausgeschmissen, weil sich zwei treffen. Dann kommt der dritte, dann werden es fünf, sechs. Und dann sind es für die Securities, glaube ich, zu viele Schwarzköpfe auf einen Haufen. Dann werden die rausgeschmissen und die wissen immer noch nicht wohin. Sollen wir draußen bleiben? Nein, ist zu kalt. Hat jemand Geld? Haben wir auch nicht. Ja, lass irgendwas starten. So fängt es immer an. Und was passiert dann? So fängt es immer an. Was passiert dann? Ja, dann passiert die Scheiße, würde ich mal sagen. Also die kommen auf dumme Ideen, drehen irgendwelche krummen Dinger. Sind nicht alle Kids, aber es sind halt einige, die dann so ihre Rolle manchmal ein bisschen übertreiben. Und ich finde, das muss nicht sein. Also wenn man halt, wie gesagt, die nötige Ablenkung schafft, das kann man sowas auf jeden Fall dämpfen. Ja, ja, man muss ja was anderes zu tun haben. Richtig. Es gibt nicht mehr viel, ja. Das ist wirklich ein Problem, weil die Städte oder Bezirke hier, die haben einfach alle zu wenig Geld. Und dann gibt es nur noch Jugendarbeit, wenn es ein Problem gibt, also wenn einer in den Knast kommt, kommt die Jugendgerichtshilfe oder so und genau. Dann fangen sie an. Und vorher das, was freiwillig ist von der Stadt, wird gar nicht mehr bezahlt. Ja? Also wenn du zum Beispiel sagst, Musikräume, Jugendclubs oder ja, so genau. Zu haben oder entsprechend Angebote in der Schule oder so, wo man nachmittags was machen kann. Ja, sehe ich, ist ein Problem. Ja? Mein Bezirk Tempelhof gehört ja zu deinem Wahlkreis. Und ich hätte Ihnen jetzt Lust, meinen Bezirk Tempelhof aus meiner Sicht zu zeigen. Hast du vielleicht Lust drauf? Hab ich Lust, komm jetzt. Alles klar. Hörst du eigentlich Rap? Rap-Musik, Hip-Hop? Ach, mal. Ich guck, also eher zapp ich so da durch. Ich habe meine Musik am meisten eigentlich Spaß dran, klassische Musik zu hören, okay. Ohne Worte, weißt du? Das ist der Araberblock, wie der Name es schon sagt. Also hier wohnen ungelogen 98% arabischstämmige Familien. Echt? Ja, schon ziemlich krass so. Viele Kinder sind viel. Es gibt keinen Platz zum Spielen so. Die versammeln sich meistens auf dem Hof, spielen Fußball, fahren mit dem Roller und dann kommt der Hausmeister raus und verjagt die mit seinen Hunden. Also ich habe schon richtig krasse Sachen gehört von den kleinen Kids. Ah, und es gibt kein Projekt, das da irgendwie arbeitet, ja? Es gibt kein Projekt, keine Hilfe für die. Also die haben auch keinen Plan, wo die spielen sollen. Das ist eigentlich auch eine Frage vielleicht von jungen Leuten an den Staat, wie ihr gebt so viel Geld aus,
könnte ja auch mal einen Platz für uns organisieren, ja, oder? Also zum Entwickeln. Glaube ich auch, dass der Staat auf jeden Fall sehr oft auch sinnlos Geld wegschmeißt. Also wenn ich mir so ansehe, dass der Staat für den Flughafen zum Beispiel immer Geld da hat und für andere Sachen auch, denke ich mir, warum lasst ihr jetzt die Jugend so im Stich? Weil wir brauchen das Geld auch für Projekte. Wir können nichts anstellen. So. Wir wollen auch mal woanders hingehen, was anderes als unsere Gegend sehen. Ich mache gerade eine Ausbildung als Sozialassistent. Und zwar möchte ich in den sozialpädagogischen Bereich gehen. Also ich möchte dort arbeiten, so als Streetworker oder halt in einem Jugendclub. Auf jeden Fall möchte ich mit Jugendlichen zu tun haben, so, weil ich meine, deren Probleme so zu kennen und ja, mit denen reden zu können. Also ich weiß schon, wie Jugendliche im Kopf ticken, was in denen so abgeht, und da will ich halt probieren zu helfen. Ich habe auch gehört, dass Sie als Sozialarbeiterin im JVA in Tegel gearbeitet haben. Ja. Was haben Sie da so für Erfahrungen gemacht? Ich habe da noch das zweite Heft. Also ich habe, als man mich nach Berlin gekommen, 76, da habe ich mein Anerkennungsjahr als Sozialarbeiterin gemacht. Da war ich ein halbes Jahr in der Jugendgerichtshilfe in Reinickendorf und das zweite halbe Jahr im Wohngruppenvollzug in Haus 1 in Tegel im Knast. Und dann habe ich da noch 2,5 Jahre als Sozialarbeiterin gearbeitet mit Drogenabhängigen. Hier ist meine alte Grundschule, die Paul Simmel Grundschule, und die will ich dir nochmal zeigen. Nach der 6. Klasse, die ich dann hier besucht habe, bin ich dann leider auf eine Hauptschule gegangen. Also es war einer der schlechtesten Momente so in meinem Leben. Und die Lehrer meinten eigentlich, dass es meine Schuld war. Also ich habe mich sehr oft ablenken lassen. Ich habe sehr oft sinnlos Scheiß gebaut. Und ich selber glaube, dass ich eigentlich gar nicht so dumm war. Bin. Auch nicht so dumm bin. Aber ich habe mich halt so oft zu Sachen verleiten lassen, so, die hätten nicht sein sollen. Und ich bereue das heute auf jeden Fall, aber ich habe mich auf jeden Fall geändert. Und wie ist so deine Meinung zum Schulsystem so? Meinst du, läuft alles gut oder gibt es etwas, was man hier ändern könnte in Berlin? Na, ich glaube, in Berlin muss man einfach mehr, also im Kindergarten schon anfangen, dass die Leute die Sprache gut lernen und so für die einzelnen Kinder auch immer eine Förderung machen. Das finde ich schon wichtig. Und dann haben wir Grüne ja immer gesagt, ja, da meine ich auch, dass man dann auf eine Schule kommen müsste, die also nicht einfach klar mit dem Hauptschulabschluss endet, sondern wo man an der gleichen Schule dann noch gucken kann, was mache ich weiter. Dein Vater wollte, dass du auf eine Hauptschule gehst, oder wie? Ja, weil die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft, alle hatten eine Hauptschule, ja. Mhm. Auch mein Vater, und der hat dann gedacht, na, ist ja ein Mädchen, das Mädchen heiratet irgendwann, kriegt Kinder, und der Mann ist dann derjenige, der arbeiten geht und das Geld nach Hause bringt. Und da habe ich immer drum gekämpft, lange, bin allen auf die Nerven gegangen, dass ich zur Realschule gehen durfte. Am Ende der Realschule war es schon wieder so, da habe ich gekämpft, dass ich zur Fachoberschule gehen durfte. Ja, und es war immer dieses, eben auch was lernen, also dran zu bleiben. Mhm. Also das ist ja der Punkt, ich finde, dass so viel ungerecht ist, aber der... Muss man sich festhalten? Ja, guck mal. Es geht hier so ab. So. Aber der Punkt ist trotzdem, ja, das Land muss, die Stadt muss auch helfen, muss gute Schulen haben, es muss eine Unterstützung geben. Aber es gibt immer einen Teil, den man auch selber machen muss. Radbuster Tor, einer fragt, dicker Post ist shit. Ich glaub, er hat das nur gemacht, weil ich schwarz bin. Verlorene Seele, der Teufel ist drin. Er redet auf die Scheine, aber bitte geh nicht mit. Das Thema Drogen, wird hier nicht so groß geschrieben, aber es gibt schon einige Jugendliche, die Drogen nehmen. Das ist manchmal auch hier passiert so. Also auf dem Bolzplatz waren die Großen, haben ein bisschen getickt und so. Und was ist eigentlich deine Meinung zu den Drogen? Sollte man sowas legalisieren? Also zum Beispiel grünes Zeug, Cannabis oder? Grünes Zeug sagst du dazu, ja. Ja. Ja, wir sagen ja immer, ich sage auch immer, dass man das schon, also weiche Drogen, Cannabis legalisieren kann, ja. Okay. Aber nicht die harten Sachen, bei denen man von ein, zwei Mal konsumieren, sozusagen richtig physisch, körperlich abhängig wird. Das halte ich für gefährlich, das würde ich nicht machen.
ist eine andere Frage, ob man Leute, wenn sie für einen Eigenverbrauch was haben, gleich bestrafen muss. Das muss man ja nicht machen, aber richtig legalisieren, sodass es überall einfach verkauft werden kann, würde ich bei den harten Sachen nicht machen. Wenn sich das legalisieren würde, dann, ja, dann glaube ich, hätten das viele einfacher. Manche ticken ja rum und machen das halt versteckt so im Dunkeln. Und, ja. Aber ich bleibe bei meiner Meinung, dass das schon ein wenig gefährlich wäre, weil ich da schon ein bisschen Angst um Kleinere hätte, die dann schon sehr früh damit anfangen würden und das dann weitermachen würden. Aber ich sag ja nicht, dass du das ganz normal jetzt an jeder Straßenecke oder an jedem Kiosk kriegst, sondern du musst dann auch meinetwegen einen Laden haben, wo du das hast, kaufen kannst, wo du deinen Ausweis zeigen musst, ein bestimmtes Alter und so haben musst. Wir sehen das nur, dass es unheimlich viel jetzt schon längst unterwegs ist und dass wir uns vollkommen falsch konzentrieren bei der Drogenpolitik. Ja? Dann, ich habe als Jugendliche auch ein paar Sachen probiert und genommen eine ganze Zeit lang. Also Rauchen sowieso. Ja? Mhm. Und irgendwann war für mich auch die Stelle da, wo ich gesagt habe, nee, also eigentlich würde ich mit meiner Zeit noch was anderes anfangen. Als dann anders. Irgendwie, weißt du, so auf der Matratze zu hängen und Musik zu hören und zu machen. Ja. So. Es gibt auch andere Sachen. Da habe ich mich dann eher engagiert. Da habe ich in so einem Obdachlosenzentrum mit Kindern nachmittags gearbeitet. Auf der Straße siehst du tote Gesichter, Narben vor Messern, 10 cm. Woanders aufwachsen werden meine Kinder. Überall, nicht in Berlin, das ist sicher. Ich habe ja dieses Jahr zum ersten Mal so die Möglichkeit, wählen zu gehen. Und kannst du mir sagen, warum ich wählen gehen sollte, ich als Jugendlicher? Naja, ist komisch. Ne? Für mich war das immer selbstverständlich. Und ich sag mal, warum es für mich so ist. Ich habe immer gedacht, also wir haben ein System, in dem die Bevölkerung wählt und dann werden entsprechend hat dann die Partei, die einem am nächsten steht, Plätze im Bundestag und kann dann eine Regierung bilden oder Einfluss nehmen. Also ja, und ich finde, dass vielleicht ist Wählen nicht der aufregendste Tag oder so, aber das macht fremdelig, ja. Ja, aber es ist ja die Frage, es entscheidet über die Frage, wie viele, von welcher Partei, wie viele Leute im Bundestag sitzen. Also man kann nicht immer in jeder einzelnen Geschichte entscheiden, jede einzelne Frage, aber man kann schon sagen, finde ich eigentlich diese oder diese Richtung besser? Also finde ich CDU besser oder finde ich Grün besser? Was ist deren Idee über Umgang mit Jugendlichen, über unsere Umwelt, über wie soll man in der Stadt wohnen? Was ist deren Idee über Bildung? Kämpfen die dafür oder kämpfen die für was, was mir nicht wichtig ist? Wenn du nicht wählen gehst, ärgerst du dich und denkst, oh, was machen die da? Und so kannst du wenigstens sagen, ich habe ein klein bisschen mitbestimmt, von welcher Sorte welche da sitzt. Ich habe was dafür getan, richtig. Ja, und ist ja nicht so schwierig, einmal zu wählen. Man kann es sogar zu Hause am Küchentisch machen. Und dann per Brief abschicken. Kleine Ronaldos zocken am Bolzplatz. Hier geht man ran wie ein Mann in den Zweikampf. Körpereinsatz, so wie Gattuso. Danach geht's nach oben wie Kevin bei Milano. Also die Rapper bei Reputation, die werden ja in 3 Kategorien bewertet. Also im Flow, Message und bei der Performance. Meine Frage ist, wie würdest du deine Spitzenkandidaten bei der Grünen Partei in diesen 3 Kategorien bewerten, also von Punkt 0 bis 3. Oh, und dann habe ich auch noch 2 Spitzenkandidaten. Bei uns gibt es immer Frau und Mann, ja, immer eine Doppelspitze. Okay. Flow bei beiden gut, wenn auch komplett unterschiedlich. Ja, Katrin geht weich los, Jürgen macht da ist die Zahl bei beiden 3. Okay. Message haben sie auch beide, ein bisschen unterschiedlich. Katrin immer im Sozialen, Jürgen rechnet, geht immer mit dem Geld um und kommt immer klar rüber. Ja, und bei der Performance kriegt Katrin eine 3. Die kann auch noch gut tanzen, ja, deshalb ist es bei ihr besonders, so, finde ich. Kann tanzen. Und Jürgen kriegt eine 2,5. Ist ein bisschen eckig. Ich hoffe, er ist damit einverstanden. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, ist ja meine Einschätzung, ja, die muss er ja dann hinnehmen. Es war mir auf jeden Fall eine große Ehre, dass du hier warst, dass du dir mein Tempelhof aus meiner Sicht angeguckt hast. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, Renate. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, es hat dir auch gefallen. So. Mir hat es auch gefallen, toll. Wir sehen uns wieder. Hoffentlich. Das kriegen wir ja organisiert. Bestimmt. Danke. Es hat mir was gebracht und mich ein bisschen was gelehrt, was hier abgeht. Alles klar, freut mich. So sieht's aus, meine Welt. Mein Kardashian sagt Abi, dein Rap Job wie Zell. Schau mich an, ich bin kein Gangster. Doch ich muss rauslassen, was ich gesehen und erlebt hab. Ewa, 42 Bars von den Kongolesen. Ich glaub, das war's.
Dö.